War das der Kran, oder? Hallo zusammen, nächster Bauabschnitt. Es ist bitterkalt heute, aber es hindert mich nicht daran, jetzt, egal wie lange es dauern wird, mit dabei zu sein, da unsere Treppe angekommen ist. Und das ist eine wunderschöne Treppe, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Für andere vielleicht einfach eine gewöhnliche, aber für uns was ganz Besonderes. Die ist nämlich super stylisch, modern, Beton. Wir wollten unbedingt Betonanteile. Zu unserem Bauhausstil passt das einfach sehr, sehr gut zusammen. Und mir war es ganz wichtig, dass die Treppe oben Zacken hat und unten Zacken hat, also richtig stufig ausgearbeitet ist. Und es wird dann später auch so offen zu sehen sein. Die wiegt jetzt 3,5 Tonnen und man sagte mir, es wird ungefähr 30 Minuten dauern, bis wir die dann jetzt irgendwie so ein bisschen austangieren und dann tatsächlich draufheben können. Aber wir waren ja jetzt erst dabei, als die Bodenplatte vor wenigen Tagen quasi entstanden ist und die sollte jetzt hoffentlich, wurde mir gesagt, auf jeden Fall soweit fest sein und es sollte alles passen. Also ich bin mega aufgeregt, ein ganz großer Schritt im wahrsten Sinne des Wortes mit der neuen Treppe. Ja, also hinter uns schwebt gerade unsere Treppe und wir haben einen ganz speziellen Sonderkran heute hier. Der hebt irgendwie, ich weiß nicht, zwischen 30 und 400 Tonnen. Also sollte alles funktionieren. Das Einzige, was jetzt momentan gerade sehr kritisch ist, wir sind jetzt 3 Stunden im Verzug, ist, dass der eine Kran den anderen Kran tangiert und wir versuchen jetzt da irgendwie unten durchzukommen und ich hoffe, es funktioniert, aber es bleibt spannend. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, den Beton drückt es raus, wir sind zu schwer. Wahnsinn. Ja, wir sitzen jetzt hier auf unserer eigenen Treppe, unglaublich aber wahr. In unserem Haus, noch ohne Dach, aber kommt ja auch irgendwann. Aber fangen wir jetzt erstmal bei der Treppe an. Ja, 16 Stufen zum Glück, würde ich mal sagen. So ist es. Der erste Step One in unserem Leben, im Haus. Jawohl. Mit der Treppe geht's los. Genau, hat jetzt alles soweit Gott sei Dank funktioniert. So, was waren die Ängste, was hätte schiefgehen können? Rein theoretisch, dass die Treppe bricht vielleicht, dass die Treppe kaputt geht, dass der eine Kran den anderen tangiert. Er hat es aber drüber geschafft. Der untere Kran ist einfach in die Knie gegangen. Ja? Wie eine Giraffe. Wie eine Giraffe beim Trinken. Und der andere Kran hat es quasi drüber gelupft und so kam jetzt die Treppe hierher. Wir waren sogar auf der Maximalbelastung von fast 6 Tonnen, so wie ich es mitbekommen habe. Und jetzt steht sie hier. Wir sitzen drauf. Und der erste Schritt ist getan. Und auf jeden Fall kommt jetzt der nächste große Bauabschnitt am Montag. Das heißt, in 4 Tagen bereits kommen die Wände von unserem Erdgeschoss. Genau, und da seid ihr mit Sicherheit auch wieder mit dabei. Wir freuen uns. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann ganz einfach bauwelt.tv abonnieren. Oder Blendender Gold abonnieren, ein Gefällt mir da lassen, irgendwas kommentieren, wenn euch irgendwas interessiert, wenn irgendwelche Fragen sind. Ja, da freuen wir uns. Oder natürlich auch weitere Clips anschauen. Schaut doch gleich mal rein. Wir freuen uns.